Gerne zu unserer Gruppe dazu. Ich hab die beste Fassung in der Stadt. Boah, guck her, da. Wir sind Rumpfen und der Weg daraus sind die Kämpfen und das sind über die braven Leute. Außerdem geht es in der Ausstattung. Hier sind wir von der Kriegsbehinderung. Ich auch der Irgendwann bei Bayern. Naja, es war der Jörg Irgendwann bei Mühlborn. Und dann sind wir auch ein bisschen an den Arzten lösen. Da haben wir wieder mehr Hölzchen hinter mir vorbei markiert. Dann haben wir eine wunderschöne Ja, liebe Damen und Herren, jetzt einmal noch vor.
hier dann nochmal drüber, die Fälle sind für Maßen von dort, dann müsst ihr uns nicht nochmal von beiden Die Herren und heißt sagt schon sehr, sehr schwer. Man hat ganz früher ja, nur mit Kurhörnern gearbeitet. Jetzt gibt es also Steinbockhörner oder verschiedene Arten und sie sollten immer in der Richtung sein, wie es beim Tier gewachsen ist. Komm schon wieder auf die Bühne. Ich ziehe mich wieder zurück, weil jetzt habe ich schon ganz nasse Hosen von den Rossschwänzen, die sind mir umgezogen, aber. Und wieder als wichtigste Person, damit die Sicherheit gewährleistet ist, der Oberordner, da haben wir einen ganz gestandenen, also von dem muss man sich auch schon was fürchten. Und nachdem ich Schüdel auch gesehen habe, die Altknigler Berchtenpass, die selber ein sehr traditionsbewusster Verein hier in Salzburg ist, und der hat eine sehr große, oder den größten Campuslauf in Salzburg gemacht, der war vorige Woche. Auch alle mit sehr, sehr traditionellen, schönen Masken. Grüß euch, Burschen, hier am Salzburger Christkindlmarkt von der schönen Kulisse des Doms. Und Sie sehen, Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir sind im Grunde genommen alles als äußerst friedliche, angenehme Gesellen. Machen schöne Fotos, nehmen Sie die Bilder und die Erinnerungen an diesen Campuslauf mit nach Hause. Wie gesagt, verschiedene. Auf, weiter auf. Danke.
da wollen sie auch noch viel haben. Ja. Ja, vielleicht darf ich wieder. Vielleicht darf ich Ihnen natürlich schon noch eine Figur erklären, die auch so bei ist. Es sind auch bei Krampus laut Hexen dabei, die genau die gleiche Funktion haben, dass sie die Stube einkehren, damit dann der Nikolaus mit Krampus in die Stube kommen kann. Das sind also Hexen, die wieder mit dem Zug. Also Sie sehen, Sie sind ja wirklich nichts. Sie sind alle ganz, ganz harmlos. Oh, das ist ganz ein Großteil, mit dem wo ein Verbandskampf davor. Sind uns los am Fuß. Die mag mich. Das ist ein Pulsfrieden. Das ist ein Pulsfrieden. Das ist ein Pulsfrieden. Sind Sie bloß froh, dass Sie da draußen sind? Ich bin mit dem Verkümmel drinnen. Und wieder zur Sicherheit hinten der Ordnung noch, damit keinem was passiert, weder die Maskierten noch ihnen. Und das hört man dann schon wieder auf die nächste Gruppe, da wird sie permanent auf der Bühne etwas grün für sie. Sie hört schon das Leuchten. Die nächste Gruppe, die dann schon wieder auf die Bühne kommt. Jawohl. Bitte Druck, gehen wir da vorbei. Hier auf der Bühne immer was hören.
Berchtenbrauchtum vor unserer Kulisse, vor dem schönen Dom. Und ich hoffe, bis jetzt hat es Ihnen gefallen. Es ist noch nicht vorbei, aber und es wird sich immer etwas hören. Jetzt gehe ich wieder zwischen zwei Maskierte ein. Also es ist eigentlich so, dass so eine Maske, ich mache schon was Besonderes. Meistens machen wir so, dass wir die Leute fragen. Heute ist es ein bisschen schwer, der Oliver. Vor der Bühne sind noch ein Foto machen und sie merken ja eh schon nichts, sieht auch vorher rum, die brauchen nicht fürchten. Es ist ein lockerer Umgang. Dort gibt es dieses Krampusbrauchtum und jetzt müssten sie ja schon bald da kommen, die 11 passen. Und wie gesagt, wir haben vielleicht auch noch informativ für Sie. Unsere Zukunft sind die Kinder, also wir haben bei den großen Veranstaltungen auch Kinder dabei. Die können mit 6 Jahren bei uns mitlaufen, die passen in die Kindergruppe, die auch dann ja, auftreten und dementsprechend mitlaufen. Für die macht das ganz viel Spaß, aber die müssen auch schon Holzmasken tragen und auch schon ein ordentliches Feldplan haben. Das ist Voraussetzung. Wir haben viele Familien in den Passen, da rennt der Papa, da rennt die Mama, da rennen die Kinder. Das macht dann schon allen viel Spaß, dieses Brauchtum zu betreiben. Und wie gesagt, angedeutet am 1. Dezember, das ist das Wichtige. Also wir laufen nicht schon Mitte November, das hat mit Brauchtum, mit Krampus und Berchtenbrauchtum gar nichts zu tun. Wir halten uns an die Tradition, so treten wir hier auf. Der Beginn ist am 1. Dezember und ist dann der große Abschluss am 6. Jänner mit dem traditionellen Berchtenlauf. Aber heute sind die Krampus da. Ich ziehe mich zurück. Viel Vergnügen, genießen Sie den Auftritt und vielleicht erzähle ich nachher noch die eine oder andere Geschichte. Ich muss jetzt mal gehen und gebe denn die Bühne frei. Dann als erstes auf dem schmalen Weg tief verschneit. Das muss ich mir jetzt einmal so vorstellen. Leider kann es nur Regen. Die machen sich jetzt das definitiv aus, wer als erstes dann den Weg weiterhin beschreiten wird. Es gibt das typische Kettenzirkel, wo dann die Kräfte gemessen werden. Wer ist der Stärkere von den zwei?
Also da geht es dann schon ein bisschen zornig runter. Es ist natürlich ein bisschen rutschig heute auf der Bühne. Das ist doch immer also. Und die Gruppe, die auf dem schmalen Weg im Innengebirg dann als erstes zum Laufen beginnt. So lange muss die anderen Gruppen warten. Was wir Ihnen aber jetzt auch noch zeigen wollen, ist das typische Schellwetzen. Das gehört ebenfalls als Begrüßung dazu. Und somit ist der Abschluss und der weitere Weg der Bass vorgelegt und die Gruppen dürfen wieder von der Bühne gehen, bevor die nächsten Gruppen anfangen. Es ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was kommen wird. Sie können sich die Masken anschauen. Wie gesagt, laut der Holzke sind die Masken, man kann auch da tatsächlich erkennen, was ist ein Krampus. Sie sehen es, es sind nämlich die zwei Hörner. Krampusse dürfen zu Berchtenzeit mit zwei Hörnern gar nicht laufen. Das ist einmal das absolut Wichtigste. Aber ein Pferd kann in der Krampuszeit als Krampus unterwegs sein. Umgekehrt geht es gar nicht. Wie gesagt, lauter echte Fälle, hauptsächlich Schaffälle, lauter Holzgeschichte. Kunstobjekte. Und was noch dazu kommt, ist auch die Sicht eines Maskenträgers ist sehr, sehr eingeschränkt. Also wir sind immer darauf angewiesen, auf unserem Ordnerdienst, die uns unterstützen bei den Auftritten und mit die Arme greifen, damit also grundsätzlich auch für die Maskierten nichts passiert. Wie gesagt, ihr könnt euch ruhig ein bisschen bewegen, damit es euch nicht kalt wird, aber grundsätzlich wird einem Maskierten nicht kalt. An rechts hin, da. Also das waren uns mal, nur damit Sie ungefähr wissen, was auf Sie zukommt. Es wird nicht schlimm, aber das waren jetzt einmal zwei Bassen, die sich getroffen haben und die jetzt wieder die Bühne für die restlichen neun Tassen, die jetzt noch kommen. Chef, das habe ich also vergessen, zuerst zum Sound. Jetzt muss ich mich wieder ganz still stellen, weil sonst, ich habe ja keine Angst, oder vielleicht muss ich doch Angst haben. Das ist, das muss ich Ihnen auch noch sagen. Also die Tradition sagt ja, dass unter den maskierten Krampusläufern nur Männer sein dürfen. Es war in der Geschichte früher so, da haben die Frauen absolut nichts verloren. Diese Tradition haben wir natürlich gebrochen. In der heutigen Zeit gibt es keinen Unterschied. Also bei uns laufen auch Damen und Mädchen unter der Krampusmaske. Genauso wie zum Beispiel Hexen von Männern dargestellt werden, haben wir heute auch dabei ganz feste Mädels, die sich auch in die Krampus-Garnitur hineingedrängt haben und natürlich genauso schwitzen und genauso ein nasses Fell haben und genauso viel Gewicht tragen wie die Burschen, so wie es früher gewesen ist. Da sind nur Burschen gelaufen. Aber wie gesagt, mit dieser Tradition haben wir Schluss gemacht und gesagt, na, die Zeiten sind vorbei. Wir machen das jetzt so, wie wir es machen, unabhängig davon, was für ein Geschlecht das es ist. Wie gesagt, die elf Bassen. Die hier auf der Bühne für Sie auftreten. Und
ich muss nochmal betonen, uns ist die Sicherheit von beiden Seiten äußerst wichtig. Also es gibt die wildesten Gerüchte, dass inzwischen sich die Situation insofern verändert hat, dass wir also mit dem schon kämpfen, dass wir, dass keiner am Händel zirkt. Das ist für uns das Allergefährlichste. Wir haben also da sehr wohl schon Verletzungen gehabt. Das wollen wir gar nicht. Im Gegenzug, wir haben auch kein Interesse, dass wir mit dem Schlag. Aber inzwischen ist es leider so, dass inzwischen unsere Orten auf unsere Kampfnisse aufpassen müssen, weil schon teilweise sehr viele Probleme kommen, wenn sie Gruppen bilden und dann ganz bewusst uns in den Zaum nehmen und uns nicht das gestalten lassen, was wir ihnen hier traditionelles Brauchtum hier am Salzburger Christian und Martin. Ich hoffe nicht, sie genießen die ganze Veranstaltung. Die nächste Gruppe kommt jetzt schon wieder heraus. Ja, Thank you.